Jahr begonnen wurde, blieben zwei Plätze in der ersten Runde frei. Ein Platz bleibt also auch im Viertelfinale frei. Und deshalb darf Hockenheimring hier in Richtung Semifinale antreten. Er wählt sich wieder eine glatte 57 vor mit dem Ethanol Gasler. Über 10 Liter Hubraum. Sauber und gerade ins Ziel, ohne durchdrehende Reifen, ohne Tire Shake. Gibt aber hinten raus nicht mehr Vollgas. Hat dann das Gaspedal gelupft, rollt mit 200 Sachen durchs Ziel und macht so den Mechanikern etwas einfacher. Beim meisten Motor die Ventile für das Finale nachzustellen, die Zündung zu prüfen. Ostfriesland, das ist das nächste Duell. Aus dem badischen Wiesloch kommt Stefan Eisenhauer mit dem roten Chevrolet Camaro und die Ostfriesen werden vertreten durch Jens Dönneckes gelben Großmobil 88 Rocket Vorslammer, der lach und gezuckt über dem Asphalt an der Startlichtkante steht. Es gibt eine Zehntelsekunde Vorsprung für die Rallye-Fahrer. Ist es Franz Aschenbrenner mit dem in Tarnfarbe folierten Ford Mustang. Der will jetzt mit einer 8,25 hinten im Ziel ankommen. Oder ist es das Schumann Motorsport Team? Ist es Olli Petzold, der hat sich eine 8,38 vorgelegt und kommt jetzt also 1,3 Zehntel Sekunden Vorsprung auf der Kurvenrundfahrtstrecke. Und trotzdem geht der Sieg an Franz Aschenbrenner.